Hallo und herzlich willkommen zu F1 2018 zusammen mit dem Chuck und im Hintergrund noch mit Steve. Bewertet den Part und viel Spaß bei dem Video. Also ich glaube, ich muss mich bald machen. Ja, komm, Williams. Hey, ich hab grad, du bist wenigstens mein Teamkollege, du Bastard. Hey, wow, Force India, als ob ich so mit einem pinken Auto fahr. Das ist gut. Das ist gut. Qualifying Kanada. Kanada. Ja, ich habe ja diese ganzen Teile nicht, diese Setups, die habe ich gar nicht. Ich auch nicht. Was? Ungültige Rundenzeit? Hä? Ich habe die Kurve nur ganz normal genommen. Warte, wenn du den Curbs nur ein bisschen drauf kommst, ist das schon ungültig. Jetzt mal ohne Spaß. Aber du bist ja so ein Profi, Junge. In Formel 1. Alter, ich weiß doch nicht, dass das so behindert ist hier. Alter. 1.11, 1.68. Jo, ich hatte 1.10.7. Ich hab mich auch gerade in der letzten Kurve, da bin ich so langsam gegangen, weil ich mich fast verbremst hätte und eine ungültige Runde bekommen hätte. Tja, tja, besser eine Zeit als. Nein, gar keine Zeit. Du Arschloch. Oh, Schluch! Ja, wo starte ich jetzt? Starte ich jetzt von ganz hinten, oder? Kommt drauf an, wann du eine ungültige Zeit bekommen hast. Ja, dritte Kurve. Ja, du bist 13. Ja, vorletzter. Ach, einmal kurz die erste Kurve reindiven und dann habe ich schon den ersten. Oh Gott. Der ist stehen geblieben! Ja, genau wie ich. Yo, Alter! Die haben sich alle da aufgereiht, ich konnte einfach gar nichts mehr machen. Mir ist einer voll hinten reingebrettert. Yo, Alter, wie früh bremsen die? Du bist das? Wow! Yo, hier, bitte. Ganz ruhig, mein Frontflug ist wegen dem Wasser im Arsch. Yo, Alter, lass mich doch auf die Strecke kommen! Die rammen hier einen voll weg. Yo, Alter, ich fahre hier. Hallo. Alter, er dreht mich. Er dreht mich fast weg. Alter. Oh, und da ist einer raus, oder? Also gut, ab jetzt konzentrieren wir uns auf den Rest des Rennens. Unerlaubtes Überholmanöver? Willst du mich verarschen? Lass dich wieder zurückfallen, sonst werden wir bestraft. Ey, heute ganz schön Führung spielen. Jo, ich muss richtig früh bremsen jetzt. Ja, 3 Sekunden Strafe. Ja. Jo, der hat den voll weggerammt. Jo. Ja, nice. Einer hat mich total weggerammt. Ey, was ist denn das? Der hat mich einfach in die Wand befördert, Mann. Aber wenn der dich doch rammt, dann bist du doch nicht schuld, oder? Ja, mein Auto geht trotzdem davon kaputt. Nein. Erste Runde, erstmal, jeder hat irgendwas gehabt. Jo, Alter. 2 Sekunden Strafe, Yari. 2 Sekunden Strafe, Ricky. 3 Sekunden Strafe. Du hast auch schon 3 Sekunden. Ja, du hast schon. Ich bin ignorieren von gelben Flaggen. Weißt du, der eine hat den anderen abgeschossen. Rückwärts, ich überhole den. Der unerlaubtes Überholmanöver. Ja, aber machst du doch. Mal stehen bleiben. Bei mir war stehen bleiben, oder was? Bei mir war das wirklich so, ich bin so in die erste Kurve, war ich ganz links, ich bremse so, ganz normal, und die vor mir hatten halt Kollision und ich bin voll drauf gefahren, weißt du? Wenn du weißt, wie eine Ampel funktioniert, ne? Nein. Warum eine Ampel? Da war einfach so eine Kreuzung. Fußgänger. Geht also Fußgänger rüber, dann fährst du den so an, der macht so 40 Flickflacks. Unerlaubtes Überholmanöver. Also ich weiß ja nicht, aber vor dir, der ist gerade richtig im Fight. Also da, wenn die sich da schön kämmeln, dann kannst du vielleicht sogar noch rankommen. Ohne Flagge? Also du hast auf jeden Fall ordentlich Platz.
Verdammt! Wollte man in die Wand reinrasen. Ach so. Ja, so ist das schon. Ehrlich, weißt du, wenn du deinen Frontflügel verloren hast, hast du einfach keine Bremsen mehr. Das ist richtig behindert. Auto einstellen. Warte mal. Eigentlich, ne? Wie sieht denn die Strecke aus? Ach so. Oh lol, was ist das denn? Ja, das ist rein kurz. Jo, aber das 3 Grad, mehr nicht, ein paar Kurven. Super. Oh, ich nehme mal an. PS4 säubern. Ich sag, zweite Kurve, DNF. Ich muss mal gucken, ob du dich überhaupt qualifizierst. Ah. Und meine Bremsen absolut am Arsch. Geht mir genauso. Oh. Alter, die Kurve, die wird extrem. Scheiße, zu spät aufs Gas. Komm. Bitte. Come on. Jo. Die, welche Zeit? Als ob ich Sechster bin jetzt! Da stand gerade noch Pöbi! Jo, warte mal, wer Fünfter ist. Fick dich! Jo, ich will wissen, wie, was für eine Zeit. Was für eine Zeit. Bei mir stand die ganze Zeit P5. Alter, kann doch nicht schreien. Ne? Halt die Fresse! Jo, 8000. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Mann, das ist ja, weil ich zu spät aufs Gas gedrückt habe, deine letzten Kurven. Nein. Okay, ich werde einfach vorsichtig fahren in der ersten Kurve. Das glaube ich. Ach. Jo, Alter! Zieh doch nicht so weg! Ist so. Jo! Jo! Alter! Ich werd von hinten geschoben! Ja, Zeitstrafe, genau! Was? Alter! Ja, ich wurde voll in einen Einraum. Ich bin außerhalb der Strecke. Jo, Alter! Ich bin zwischen zwei! Ich bin zwischen Was zwei! Da? Hilfe! Hilfe! Ah ja. Fehler. Mir bitte Rosso eine Scheißstrafe dafür. Oh, ich hab kein Benzin mehr. Ja. Ja, 10. ist drin, sagst du? Mhm. Ich bin 9. Ja, nice. Es war eigentlich so hart klar. Bist raus? Ja, diese eine schnelle Kurve, wo du so hoch fährst, da habe ich ein bisschen Curb mitgenommen und dann direkt draußen. Was ist deine Zeit? Nee, ich bin schon ganz zurückgefallen. Yo, da fährt noch jemand. Das ist der mit dem S-Rang. Ich weiß, warum der einen S-Rang hat. Der hält sich schön aus alles aus. Ich guck mir die Bäume hier an. Das ist wunderschön. Welcher Platz bist du? 7. Oh nein, ja. Genau! Ich bin als Erster raus. Dann gucke ich mir das alles erstmal von hinten an. Ich glaube, das ist gar keine schlechte Position. Jo. Jo, du bist an mir vorbeigezogen. Oh! Was ein Bastard, Alter! Der hat die einfach weggefickt. Er versucht wegzuficken. Oh, da steht Jo. Er. Oder erlaubt das Überholmanöver? Du musst den Platz wieder hergeben. Das Überholmanöver war regelwidrig. Ja, für die auch, ne?
Der Start war okay. Jetzt musst du wachsam sein und Bedrohungen in deiner Nähe ausmachen. Ja. Ja, alle fünf sind vor mir schön beieinander. Ja, der Toro Rosso ist gerade in der letzten Rechtskurve einfach in die Box geknallt und hat den Hasen mitgenommen. Ja, nice. Und den nicht Renault, den McLaren auch. Der hinter mir war. Ich bin da eigentlich auch eingebrettert, aber mein Frontflügel ist noch ganz. No, einer ist richtig hart rausgeflogen. Yo, der macht richtig hart zu. Der Toro Rosso? Ja, Matteo Teo. Okay, das hat der nicht. Ah, stimmt, der ist ja auch raus. Ja, doch nicht, der ist ja da hinten gefunden. Der nimmt immer hier die weite Schikane mit. Der kriegt anscheinend dafür keine Strafe. Jo, die haben sich, glaube ich, abgeschossen. Ja, dann würde ich mal sagen, gediegener zweiter Platz. Oder vielleicht, wenn er eine Strafe noch vor mir hat. Ja! Erster! Der hat eine Strafe gekriegt. Jo, okay. Ja, Mann. Ich bin leider Vierter. So, das war's jetzt mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst eine positive Bewertung. Und dann würde ich auch sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Also haut da rein, macht's gut. Ciao, ciao.